Willkommen zu einer weiteren Folge Echoes of the Plum Grove und zuallererst muss ich mal sagen, was mir nicht so gut gefällt, denn man kann auf den Teddybär-Teppich nichts mehr raufstellen. Das finde ich sehr schade. Du kannst also nicht das Bett nehmen und sagen, okay, ich will das hier draufstehen haben oder zumindest so halb draufstehen haben oder generell irgendwas anderes draufstellen. Das geht nicht, finde ich nicht so gut. Deswegen habe ich so ein bisschen umgebaut jetzt, da die Werkbank, den Teppich hier hingepackt. Irgendwann kommt er vielleicht wieder weg, wenn ich hier Platz brauche. Ich könnte natürlich auch mal gucken, dass ich das Haus erweitere. Naja, ist noch in weiter Ferne. Ich wollte noch was herstellen. Und zwar, für eine Quest brauche ich das hier. Achso, dafür brauche ich die Bricks. Ah, stimmt, da war was. Dann machen wir erstmal Bricks. Ich gucke mal, ob ich noch irgendwo Clay habe. Hier habe ich eine Kiste weggenommen, weil im Moment brauchte ich gar nicht so viele. Und dann dachte ich mir, kannst das hier mal so machen, ne? Dann machen wir erstmal nur die Bricks, genau. Zack. So, kriege ich denn eigentlich genug? Wie viel kriege ich denn da noch raus? Da kriege ich jetzt noch 6. 6 Stück kriege ich da noch raus. Also 7, 8 habe ich dann. 8 und ich habe 5. Wie viel braucht ihr nochmal? Das könnte auch mit der Quest ein bisschen knapp werden, ne? Von der Zeit her. Mal gucken. Das reicht. Ich habe 5 und das reicht. Alles andere, ja gut, Holz kriege ich ja, Dirt habe ich und Stones habe ich. Das ist nicht das Problem. Ne, genau. Das Ding muss ich auch nochmal herstellen. Aber dazu brauche ich Bayberries, wo ich die herkriege. Und so eine olle Hundehütte muss man auch mal bauen. Tresor? Weiß ich nicht. Achso, eine Eisbox ist das gerade Tresor. Ja, der würde Essen länger halten. Aber da ich... Ach, guck mal, ich sehe auch Stepstones. Moment. Ich muss mir das mal kurz angucken. Vielleicht gefällt mir das sogar besser. Oder vielleicht mache ich das in die Dings rein. Ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht, weil hier ist ja eh die Unterbrechung. Und ich kann ja leider hier auf der Tür nichts hinpacken. Vielleicht ist das doch mit diesen Stepstones dann besser. Das würde zwar bedeuten, ich brauche Steine, aber gut. Die kriege ich ja... Ja, wo kriege ich die her? Steine ist ein bisschen schwierig, ne? Nur noch aus der Mine. Und ich brauche schon welche für das Teil, das ich hier bauen soll, für die Quest. So, mal gucken. Stepstones, wo sind sie da? Da schauen wir uns doch mal an. Wie gesagt, hier ist eh passé, da geht nichts. Ja, ich glaube, es ist besser. Es hebt sich besser ab, ne? Ja, ich glaube schon. Ich glaube, hier drinnen machen wir das so. Das heißt, ich brauche aber mehr Steine und das wird so ein bisschen schwierig. Also höchstens in der Mine. Halt, warte mal. Da habe ich jetzt was. Nee, habe ich doch nicht. Warte mal, 1, 2. Dann geht das hier weiter und das würde hier so rüber gehen. Ja, genau. Und das kommt alles weg. Die hauen wir mal weg. Dann habe ich da noch ein paar von über. Wird das so ganz gut. Hier drin im Garten kommen die Steine rein. Und da oben kommt das. Ich glaube, das geht ganz gut. So. Ja, aber wo kriege ich sonst noch Steine her? Sonst gibt es eigentlich keine Möglichkeit. Ich wüsste es nicht. Ich könnte sie kaufen, ja. Ha, das mache ich bestimmt. Oh, das ist... das ist jetzt kaputt. Oh Gott. Das war ja... War das nicht erntereif? Ah nee, nur weil ich das Teil in der Hand hatte. Oh Gott. Das ist schlimm. Na gut. Ist nicht... Tut gar nicht weh. Das ist gar nicht so wild. So, klöppeln wir das mal weg. Herrlich. So, ich würde sagen, wir gehen gleich mal, damit wir mal ein bisschen was anderes machen. Im Moment ist immer so ein bisschen, man macht immer dasselbe irgendwie. Also ich mache immer dasselbe. Wir gehen mal jetzt zu den Geistern in den Keller und schauen mal, was die eigentlich alles brauchen. Dass wir da mal so ein bisschen zur Potte kommen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich baue erstmal nichts Neues an. Da rein. Zack. Und zack. Die Tomate noch, ja. Und dann Saaten. Ja, lass da mal hingehen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo das war. Achso, doch, ich weiß wieder, wo das war. Alles klar. Warte mal, da kann ich mich auch hin teleportieren. Da geht ja ein bisschen schneller. Das war hier, ne?
House of Spells, ja, genau. Okay, da gehen wir mal hin und schauen mal, was die eigentlich alles haben wollten. Ich weiß es nicht mehr. Kann ich hier was? Nee, da kann ich nichts rausholen. Schade. Gut. Gehen wir mal runter zu die Geissers. Ja, das Haus ist schon so ein bisschen, ne? Spooky. Wirklich sehr, sehr spooky. Aber okay. Was willst du machen? Genau, ab in den Keller. Und hier sieht man ja fast gar nichts. Hier sieht man ja fast gar nichts. Da? War das da durch? Nee, ne? Nee, nee, da war irgendwie... Genau, da konnte ich aber noch irgendwas machen. Was anbauen, glaube ich. Ja, leider ist jetzt hier gerade ein bisschen dunkel, weil ich habe meine Laterne zwar dabei, aber die ist bald alle. Da wollte ich ein bisschen sparsam sein. Naja, gleich kommt wieder Licht. Gleich wird es hell. Ja, jetzt wird es schon wieder, jetzt wird es ein bisschen hell, jetzt wird es hell. Jetzt kommen sie nämlich gleich. Unsere Geissers. Ja, moin. Ach, die hatten ja auch Quests. Oh, hawa, hawa. Okay, du siehst ein bisschen lebendiger aus, als die Leute, zu denen ich sonst spreche. Oh Mann. Was für eine Quest hast denn du? Du möchtest Goat Meat. Wo soll ich das denn hier haben? Ich habe kein Goat Meat. Ich habe ja nicht mal Goats. Gottes Willen, ich habe doch keine Ziegen. Ja, nicht, dass es etwas wäre, was du jeden Tag siehst. Das stimmt. Du brauchst Laternenöl. Okay, ja. Mach ich. Ich kaufe das einfach. Ja, ja. Dann müssen wir mal eine Quest abschließen hier. Wie hat dieses Leben jetzt verändert? Butter. Oh, was ist das denn? Requesting Rain Potion Recipe. Das ist gar nicht schlecht, aber für 6 Butter. Ich wüsste nicht, wann ich es einsetzen. Das würde ich nur machen, wenn ich wirklich sehr viel anbaue. So, was dürfen wir hier dann machen? Donate 10 of 30 crafted resources. Okay, donate. Oh, ich hab's donated. Also hier können wir Sachen, die wir gecraftet haben, donaten. 1 of 10 habe ich. Craft able place ables. Crafted resources. Collect craft able items. Okay, das gefällt hier jetzt automatisch. Das heißt, ich bekomme sie, dann wird das hier hochgewertet. Hier kann ich Fische. Donate. Gold Starfish. Okay, Lobsters. Goldstarfisch. Da, weißt du was? Das, nee, machen wir jetzt. Ich gehe nach Hause, ich hole alle Goldfische. Alle Goldfische sind gut. Und dann alle Lobsters, die ich habe. Und dann schaue ich mal, dass ich Laternenöl kriege. Das wird um 2052 ein bisschen schwierig. Ich will mir nicht alles angucken, weil dann vergesse ich es eh wieder. So, was war das jetzt? Fische, Goldstatus und Lobsters. Machen wir. Machen wir das. Wollen wir eins fertig kriegen, ne? So. Ab in die Dunkelheit. Wobei, da ich jetzt sowieso Laternenöl kaufe. Wo ist sie eigentlich da? Ja, genau. Sehen wir ein bisschen. Wirklich ein wenig mehr sehen wir. Gut. Goldfisch, wobei, ich könnte ja auch einfach... Was mache ich denn? Ich muss doch gar nicht hochlaufen. Ich kann doch einfach sagen, jo, bring ihn mal her. Arm. Oh, dann fühlt er sich schlecht. Ich glaube, der hat Hunger. Der kleine Mann hat Hunger. So, Fischis. Alles, was Gold ist, nehmen wir mit. Das ist nicht so viel. Ist das ein bisschen... Bist du ein Lobster? Ne, bist du... Was ist denn das eigentlich? Den packen wir mal hier rein. Ja, das war nix. Wo habe ich denn den von eben jetzt? Also das ist ein Goldiger. Das ist ein Goldiger. Das ist der für die Quest. Da ist er. Ein bisschen Shrimp. Das ist ein Lobster, oder? Auch kein Lobster. Ein Lobster ist ja richtig so ein Scherenvieh, ne? Ja. Habe ich so noch nicht gesehen. Wirst du bestimmt ja irgendwo am Meer angeln. Mehr goldige Fische habe ich nicht.
Ist ja nicht so gut. 2 Stück. Na, 3. Hier oben ist noch einer. Und Lobsters. So, der ist... Du hast Hunger. Du hast einfach nur Hunger. Warte mal, aber ich brauche mal ein paar Fische. Zumindest so 2 oder so. Zum Trocknen. Hör mal mit dich. Wahrscheinlich brauche ich den bald für eine Quest oder so. Und dann habe ich ihn wieder nicht mehr. Ist egal. Ist egal. So. Okay. Wo war er? Wo war er? Da war er. Okay. Und die anderen snacken wir weg. Genau. Ja, ist er wieder gut drauf. Müde bin ich nicht. Ja, ich würde noch mal gerne ein bisschen angeln. Machen wir, genau, machen wir, gehen wir hier und gehen wir mal ein bisschen ans Meer. Ich denke mal so ein, oh! Was ist denn das? Ein Keck. Ah, da kommt Hopfen rein, um ein Bier zu createn. Habe ich einfach so gelernt. Um 12 Uhr, nicht schlecht. Hopfen. Ja, Hopfen und Malz, Rinnenhals. Da muss ich mal gucken, dass ich irgendwie Hopfen anbaue. Hopfen, Hopfen. Die Saat hatte ich, glaube ich, schon mal gesehen. Vielleicht habe ich sogar welche. Das glaube ich nicht, wenn, dann hätte ich ja schon angebaut. Das ist kein Lobster. Mm-mm. Wahrscheinlich werde ich nie einen Lobster fangen. Na komm. Mm-mm. Auch nicht. Jetzt finde ich nur sowas, ne? Ist schon eine Frechheit. Ja, dann wenigstens in Gold, Junge. Mach's in Gold. Ja, genau. Kann ich das auch in Gold abgeben? Wäre das okay für die? Oh Mann. Mhm. Ich sehe schon, das wird richtig gut. Das wird richtig, das klappt, das wird ganz toll. Habe ich im 0,6 habe ich die Quest fertig. Oh, eine Perle. Das ist ja richtig gut. Pearl. Okay. Eine Rarität, die man in der Natur wohl selten findet. Ist halt die Frage, behalte ich sie? Verkaufe ich sie? Da müssen wir mal gucken. Zwei Uhr morgen, das wird bald wieder hell hier. Ah, ich weiß nicht. Das ist echt aussichtslos. Also da angelst du echt ein Wolf, ne? Eine bessere Angel wäre gut, ja. Ich glaube, eine bessere Angel. Bessere Angel wäre gut. Ja. Na, müssen wir überlegen. So, erstmal ab ins Bettchen. Zack. Na, noch lacht der junge Mann. Das ist gleich vorbei. Wenn er erstmal richtig müde wird. So, ab ins Bett. Interested, ja. Guck mal, da war ich um 12.24 Uhr auf. Bisschen spät, aber okay. Kann man mal machen. So, da packst du mal jetzt hier schön das Zeug rein. Gut. Guck mal, da brauchst du auch immer nur einen. Das ist sehr, sehr schön. Und das kannst du gleich mal frühstücken. Nee, frühstücken. Ja, richtig gut. Genau, die Bricks. Wenn noch nicht fertig, solltet ihr wissen. Nee, sind noch nicht fertig. Schade, schade, schade. Das wird richtig gut. Oh nein! Wieso? Warum ist das eingegangen? Hab ich nicht. Ich habe wahrscheinlich nicht gegossen, ne? Aber warte mal, aber wenn ich gieße, wird's auch wieder. Dann wird's auch wieder fresh. Naja, warte mal. Den habe ich einen Tag nicht gegossen. Okay. Hm. Fatal. Hoffentlich fängt sie das Zeug wieder.
So, zack, zack, zack. Schnell gießen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir Hopfen finden. Das wäre sehr gut. Den würde ich dann ganz gerne anbauen. Und dann machen wir den Keck. Und dann machen wir Bier. Und dann verkaufen wir das. Auf der Hochzeit. Endlich wieder. Oh. Ah ne, warte, da ist ja noch was drin. Warum gießt ja nicht? Gieß doch, Junge. So. Diddlim, diddlim, diddlim. Schön. Ja, ich hoffe, dass wir das gerettet haben. Dann würde ich mal gucken, ob wir irgendwo Hopfen herkriegen. Ja, ich glaube, das wäre eine gute Idee. Und ich könnte auch mal gucken, das hätte ich eigentlich noch machen sollen, was die an Gemüse brauchen. Wahrscheinlich ist das aber dasselbe, ne? Irgendwie Goldgemüse oder so. Gold und irgendwie was Bestimmtes. Das wird sich ja bestimmt so durchziehen. Bei allen Sachen. So, wo kriege ich denn Hopfen her? Wer hat sowas? Wer hat sowas? Mal schauen. Moin. Trade? Ja, die hat schon das Fertige. Ja, nee, nee. Anything else? Nee. Wie wär's mit heiraten? Ich werde langsam immer älter. Wie alt bin ich eigentlich? Ich bin Charles Griffin, ja, ganz alleine. Erwachsen. Nee. Bin ich auf dem Weg zum Erwachsenwerden? Da steht da Fragezeichen und dann Adult. Naja. Moin. Wie sieht's aus? Na, du hast garantiert kein Dings. Du auch nicht. Ach Mann. Wer hat sowas? Achso, warte mal, ich... Eumel. Na klar, die Landwirte. Hier vorne. Also wenn nicht die, dann weiß ich es auch nicht. Na, reden wir mal mit jedem. Trade. Nee, du hast noch Fisch. Nur Fisch und Kopf. Ach ja, komm, geh weiter, Junge. Ich will hier rein. So, was haben wir denn? Du hast Kukamba. Ich hoffe, hab ich jetzt die eine Saat gekauft? Nee, ne? Hab den Kauf ja nicht abgeschlossen. Wetten, jetzt hat hier niemand Hopfen? Das könnte ich mir gut vorstellen. Moin. Okay, was hast du? Du hast das, Korn, Kukamba, Tomato, Watermelon, Cotton, Hopfen. Ich brauche 9 erstmal. Das wird mir reichen. Ja, was hast du noch Schönes? Raspberry? Ja, das lassen wir erstmal. Heu. Ne, komm. Wir kaufen erstmal den Hopfen, den bauen wir jetzt erstmal an. Und dann muss ich sowieso den Keck bauen. Da brauche ich wahrscheinlich auch diverse Sachen. Apropos diverse Sachen, das ist fertig, das ist gut. Wo ist der Clay? Da ist der Clay. Aber wir haben jetzt 7, also es fehlen noch 3. Ich muss ich dann mal gucken, ob ich alles andere auch habe. Nicht, dass ich das jetzt so lange rauszögere und dann nachher feststelle. Ah, jetzt fehlt noch was anderes. Dann müsste das noch herstellen, das wäre natürlich sehr ungünstig. Nee, das ist das Einzige, was fehlt, derzeit. Okay, dann lass doch mal schon, dass der Keck. Ja gut, die Materialien, Iron Bars habe ich schon. Ich brauche noch Nägel, die müsste ich mal kaufen, dass ich immer wieder welche kriege. Denn selber herstellen ist bis jetzt noch nicht. Habe ich die Hacke dabei? Ja. Dann wollen wir mal zur Tat schreiten. Das wäre dann hier wächst. Nee, warte mal. Ach, guck mal, das muss weiter runter. Ach, deswegen, ich habe das hier, ich habe das hier eingesperrt. Das sehe ich ja jetzt erst, das müsste ich mal korrigieren. Nee, so. Genau.
Bauen wir gleich wieder hin. Deswegen sah das so komisch aus. So gehört das. Gut, dann könnten wir doch hier ein Feld hinbauen. Jo, machen wir. Da bin ich mal gespannt. Schön, sehr gut. Dann kriegen wir da auf jeden Fall Hopfen. Das ist schon mal richtig gut. Und jetzt will ich mal gucken, welche Quests könnte ich da nochmal machen? Ach, gar keine, ne? Ja, das wird eh nichts. Was kriege ich dafür? Maya Fingers Recipe? Okay. Ist auch nicht so wichtig. Das wollte ich immer abgeben. Brown Brick Pass. Ah, gut. Wäre auch ganz cool. Genau. Und 3 Öl sollte ich kaufen. Also das gehe ich mal ab. William Watt, genau. Habe ich ja dabei. Also nicht den William Watt, sondern die Fische. Stimmt. Hätte ich fast vergessen, um Gottes Willen. So, der William Watt, ich hoffe, der ist noch auf Arbeit. Das ist aber ganz schön dunkel heute. Freitag. Vielleicht haben die zu. Bis 16 Uhr hatten die auf. So, wo ist der gute William Watt? Oh, Leute, finde ich so ein bisschen umständlich hier. So, der William, da ist er. Ja, zeigt er mir den jetzt eigentlich auf der Karte an? Da ist er. Das ist, ja, genau. Pass mal auf, das jetzt. Da komme ich jetzt nicht mehr rein. Ja, weiter geschlossen. Boah, okay, morgen vielleicht. Morgen vielleicht wieder. Vielleicht morgen hat das Ding hier morgen auf. Mal gucken. Ist ja ein 6er Lotto, den mal zu erwischen. Na gut, ich komme auch immer zu Umbisch. Thursday. Saturday haben die auf. 8 bis 16 Uhr. Naja, ist ja schon mal was. Das ist ja schon mal was. Was hatte ich noch für eine Quest? So, das mit den Fischen wird nichts. Du willst die steuern. Der will das. Ach, Öl. Und dazu müsste ich ja Öl kaufen können. Und dazu müsste ich jemanden finden, der Öl hat. Ich werde mal zum Schmied. Wegen der Nägel allein schon. Und dann hat der doch bestimmt Öl. Ja, man verkauft ja Öl. Oh, eine Menge Saaten. Ist ja cool. Meine Herren. Warte mal, dann muss ich mit dem auch nochmal reden. Komm her hier. Nee, da hat er das für Fische, stimmt. Das ist ja krass. Die muss ich mir mal merken. Die Taschen voll mit Saaten. Das ist richtig gut. Warte mal. Ja, bei dir geht's nicht. Trade. Ah, der zumindest einmal Öl. Das kaufen wir. Hast du Nägel? Jo, kaufen wir auch. Brauchen wir immer. Okay. Sehr gut. Jo, kannst weiter. Zweimal Öl noch. War er das sogar, der das haben wollte? Das wäre richtig gut. Ich kaufe ihm das weg und, Trade. Honey. Honey Tray, okay. Die hält ihren Bauch. Kann das sein, dass sie schwanger ist? Also das kann man auch einstellen, dass es angezeigt wird oder nicht gezeigt wird. Vielleicht äußert sich das so, das wäre witzig. Nee, das kannst du alles behalten. Insekten und so Zeug, das brauche ich alles nicht. Okay, Fish please. Long Hay Bale Blueprint, okay. Na gut, das brauche ich nicht. Das wäre interessant. Babel. Ich nehme es mal an. Vielleicht sogar ein. Das könnte gut sein. Immer mache ich dieses Menü auf. Das ist schlimm.
Ja, ich weiß, ich hab zu. Da komme ich nicht rein. Beim Schmied ist das egal, da kannst du immer rein. Mann, lass das. Finger weg. Okay, er hat eine Quest. View Quest. Er braucht Hopfen. Kannst du vergessen. Obwohl ein Spinning Wheel. Ja, ich brauche meinen. Obwohl. Wie viele Tage hätten wir? 10 Tage. Ich weiß nicht, wie lange der braucht. Und ein Gumbo. Ich nehme es einfach mal an. Mal gucken, ob es geht. Ich werde es eh vergessen. So, mit dir wollt ihr nicht reden. Jawohl. Oh, der hat richtig viele. Sehr gut. Das nehmen wir mit. Hast du Öl? Nee. Vielleicht mal so eine Laterne. Ja, ich nehme es mal mit. Jetzt bin ich schön arm. Was hattest du eigentlich? Mit dir habe ich noch gar nicht getradet. Du hast nix. Du bist eine arme Sau. Und du? Hast auch nichts, was ich haben will. Naja, okay. Das schon, aber da habe ich nicht das Geld für. Ich muss mal wieder Geld verdienen. Ich muss mal ein paar Sachen verkaufen. So, dann werde ich die Laterne gerne mal aufstellen. Das machen wir gleich mal bei mir auf dem Hof. So ein bisschen Licht bekommen. Okay. Habe ich jetzt ein bisschen mehr Licht erwartet. Das ist ja nicht doll. Ja gut, das ist halt wie es ist. Das würde ich vielleicht mal versuchen zu verkaufen. Ja, mal jemand anderen, mal gucken, was ich dafür kriege. Genau, das machen wir aber erst in der nächsten Folge. Und ich muss auch nochmal zu den Geistern. Wollte ich ja eben schon machen. Mal gucken, was sie da im Vegetables brauchen. Weil mit den Fischen, das wird dauern. Boah, das ist ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. Das ist, bis das Zeug zusammen hast. Naja, gut, eine bessere Angel wäre ganz gut. Gucken wir mal, wo ich die herkriege. Wahrscheinlich von der Angeltante. Müssen wir mal gucken. Ja, diese Folge geht es dann weiter. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Und ich verbleibe mit einem Ciao, ciao.